Wartet. Hallo, ich bin gleich soweit. Ich bin heute ein bisschen in Verzug. Wartet, schaut mal. Die Latak, meine Freundin, hat mir schon wieder was zum Ausschneiden geschickt. Weil sie meinte, und ich finde, da hat sie vollkommen recht, die Ulich braucht Flügel. Jetzt mache ich mir einfach Flügel. Hallo, wie schön seid ihr alle da. Ich sage euch, ich habe einen Horrortag heute hinter mir. Einen Horrortag. Bin sehr froh, dass ich mit euch jetzt endlich auf dem stillen Örtchen ein bisschen, kann gar nicht mehr sprechen, ein bisschen plaudern kann. Hallo, ja, heute mal, was heißt denn hier, heute mal pünktlich? Ich bin doch immer pünktlich, oder? Schaut mal, das muss ich da. Stimme ich mir Flügel hin und den Faszinator vom Kopf. Ach, es geht gar nicht. So. So, wie ist das? Das ist doch schön. So, es ist Donnerstagabend. Es ist der Tag vorm Wochenende. Es läutet ja dann bald das Wochenende ein. Ich habe den Faszinator noch nicht an. Ich habe mir heute so einen ganz schönen, schau mal. Ich finde, das macht mich so ein bisschen mondän. Ich habe auch so rote Lippen aufgelegt und so Ohrringe angezogen, weil... ich war vorhin noch mit der Rettung in der Kinderklinik. Und das hat meinen Tag erstmal so komplett geschmissen, weil wir waren Fahrradfahren, ein bisschen raus. Und dann bin ich im Treppenhaus hoch und wollte schnell nach oben, wie das so ist. Und das kennt ihr bestimmt auch, man will schnell nach oben. Und meine Kleinste, die war an meiner Hand und ich hatte hier auf der Seite, hatte ich noch das Ganze, sind dicken Jacken, die man mitnimmt, weil es könnte ja doch, das Wetter spielt ja total verrückt im Moment, ne? Es spielt ja total verrückt. Also habe ich natürlich dicke Jacken dabei, dünne Jacken dabei. Mittlerweile habe ich schon wieder Hitze, ne? Bin im Treppenhaus völlig überfordert mit diesen ganzen Jacken, habe die Kleine am Arm und die macht gerne, wenn die keine Lust mehr hat zu laufen, dann hängt die sich so rein, wisst ihr, und will so nicht und will auf die Knie gehen. Ich, jetzt komm, ziehe am Arm und das Ding springt raus. So. Hier hast du zwei ganz kleine Knochen, die werden gehalten in so einem Ring und in dieser Wachstumsphase zwischen 2 und 5 ist es so locker, dass das durch einen leichten Zug springt es so raus. Das siehst du nicht, aber die hat sofort geschrien, hat den Arm hängen lassen. Ja? Mittlerweile war es 6:30. Ich habe gedacht, wunderbar. Keine Ahnung, wo das Auto geparkt ist, weil Corona irgendwo abgestellt und seit Wochen nicht mehr benutzt. Ja? Taxi weiß man nicht, will man nicht. Sitzt da stundenlang in der Notaufnahme, habe ich probiert, meinen Kinderarzt zu erreichen. Den habe ich nicht erreicht. Dann habe ich probiert, den Hausarzt zu erreichen. Den habe ich erreicht. Der hat gesagt, nee. Das macht er nicht. Ich soll in Orthopäden oder ich soll ins Krankenhaus. Am besten ins Krankenhaus. Dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Sagt er, die Rettung rufen. Dann habe ich die Rettung gerufen. Ihr Lieben. Und dann sind die hier mit Blaulicht und 5 Mann hoch die Treppe marschiert. Ja, alle Kinder, so wir alle mit den Masken, so um Gottes Willen kommen sie rein. Das Kind, die war ganz ruhig, die lag ganz ruhig. Man hat die am Arm gefasst und geht überhaupt nicht. Und das ist eigentlich ein kleiner Schnapper, das ließ sich aber nicht einschnappen. Und dann sind wir in die Klinik gefahren. Mit Blaulicht. Wir im Krankenwagen, davor, also ich, man darf ja nur einer mit, ne, dürfen ja nicht mehr mit wegen Corona. Ich im Krankenwagen mit meinem Baby, was auf der Liege liegt, vor mir so ein Kinder, der Kindernotarzt, ja, mit Blaulicht über die Ampeln. Ich meine, das war schon, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja. Und dann sind wir in die Klinik gekommen und dann, waren wir mit diesen 5 Mann und dann hat mein Kind noch ein Stofftiergeschenk gekriegt und dann hat die Notkinderärztin gesagt, sie klärt das jetzt noch und dann kam eine Chirurgin, ganz toll, dann sind alle rein und dann hat sie mein Kind, also ich hatte mein Kind auf dem Arm, kam die Chirurgin, nahm die Hand und machte so. Und dann war es wieder drin. Es war sofort drin, die kann sofort den Arm bewegen, der Schmerz ist weg, diese... Jetzt ist lustig, wenn man sagt, die Corona von Mensch. Das stimmt gar nicht, sagt man gar nicht Corona, oder? Auf jeden Fall, die ganzen Menschen, also der Notarzt, die Pfleger, die alle zu der Ärztin, dann hat die Ärztin denen erklärt, habe ich gesagt, können Sie mir vielleicht auch erklären, wie ich das bei meinem Kind mache, falls es öfter passiert? Sagt sie, nee, das kann sie leider nicht, aber sie erklärt das den anderen, hat es den anderen erklärt und dann habe ich nachher gesagt, Sie haben das so toll gemacht. Sagt sie, das ist jahrelange Übung, weil sie geht auch in 2 Monate in Rente. Ich habe dir eine ganz schöne Rente gewünscht. Ja, dann bin ich mit dem Taxi durch die ganze Stadt hierher, um dann heute Abend vom stillen Örtchen zu berichten.
durch diese ganze Aufregung habe ich mir jetzt so einen ganz freshen Lippenstift aufgelegt, freue mich gleich auf die Sabine Heinrich und wollte aber fragen, ob vielleicht jemand von euch vorher mal Hallo sagen will und vielleicht mit mir, ja, so ein kleines Spiel, weil vielleicht möchte ja jemand wenigstens mein Buch gewinnen, so. Und wir müssen dringend über meine absurden Augenbrauen sprechen. Seht ihr diese absurden Augenbrauen? Seht ihr auch, dass ich Fingernägel habe, also eine Farbe habe? Ich habe mir für euch, bin ich gestern, nach 2 Monaten habe ich gedacht, ich gehe ins Nagelstudio und lass mir Shellack drauf machen. Und dann hat die im Nagelstudio gesagt, es wäre ganz schön, wenn man die Augenbrauen machen würde, weil die Augenbrauen sind so dünn und sie sehen nicht gut aus und man muss einfach nur ein bisschen färben. Ich finde, ich sehe jetzt aus, wie heißt die? Aus dem Alter bin ich eigentlich raus. Oder Chiara Gellenwein oder Dellenwein, diese mit diesen buschigen Augenbrauen. Und dazu musst du dich auch schminken. Das habe ich ein bisschen Schminke aufgelegt, weil du siehst am Tag aus mit diesen schwarzen Balken. Ich meine, das ist ja ganz schlimm, oder? Vielleicht mache ich morgen mal, jetzt bin ich ja so Influencer, vielleicht mache ich morgen mal so ein Schminktutorial, nennt sich das doch. Da könnt ihr mich dann sehen, wie ich normal aussehe. Und dann mache ich so in Zeitraffer, wie ich mich schminke. Ich brauche nur die Augenbrauen nicht machen, weil die sind ja so. Also egal, wie man aussieht, die Augenbrauen sind immer so. So, wer möchte rein? Lass mal schauen, bevor die Frau Heinrich gleich kommt. Wo ist sie denn? Andrea Kati Pitatsch oder die Andrea Barbara? Das klingt doch super. Warte. Andrea. Bist du da? Möchtest du mit mir ein kleines Spiel spielen? Andrea? Bist du vorhanden? Verbindung wird her. Oh mein Gott! Ich habe auch Fingernägel. Wie schön! Das war so lustig. Ich habe mir das gerade angeguckt und habe gedacht, ach, jetzt schicke ich mal eine Anfrage. Ja, und schon bist du drin. Völlig todesmutig. Was hast du denn da Schönes an? Sowas blöd. Ist das so Wolle? Ist das so Wolle? Macht ja so geschmeidig, ne? Ja, ich bin gerade bei meinen Eltern im Süden. Das ist, ach so, in Erlangen bin ich, gar nicht so weit von dir. Und da ist es so kalt, dass ich jetzt den Pulli angezogen habe, ja. Und du hast aber darunter ein schönes Kettchen, zeig ich. Oh, ich bin ja gerade so Geschmeide-Fan. Zeig mal, was das denn hübsch ist. Ja, und, oh Gott. Hallo, heute ist ja der Mädels. Ach, guck ich auch. Aber ich breiter, weil die Busen sind so schwer, dann tut es so weh, weißt du, wenn die zu. Ah, ich weiß. Wie sind Bett. Wir müssen uns. Moment, jetzt muss ich die Kiste. Ja, musst du zuhalten, halt sie zu, damit sie nicht erkennbar ist. Hallo. Du bist ja hübsch, Prinzessin. Ja, 22.22 Uhr und. Das ist eine ganz bekloppte Schauspielerin, die jetzt so einen Insta-Talk macht und total langweilig eigentlich ist. Aber schau mal, was ich für Kinderspiele habe. Guck mal, die habe ich mir gekauft, wollen meine Kinder damit spielen. Kannst du so drehen und dann kann man so abziehen. Das ist ja wie dieses Pups-Spiel. Kennst du dieses? Ja, nee, aber das ist das Pippi-Spiel. Was ist denn das? Kennst du das nicht? Es gibt ein Pups-Spiel, da musst du immer auf so ein Furzkissen drücken und da, wo der Durchfall anfängt, der hat verloren. Wo gibt's das denn? Wie heißt denn das Pups? Das heißt einfach Pups-Spiel bei Amazon, glaube ich. Kannst du mir das nachher einen Link privat als Nachricht schicken? Schicke ich dir, mache ich. Ja, unbedingt. So, pass auf, jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Möchtest du ein Buch von mir kriegen? Oh, sehr gerne. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Mein kleiner Bruder. Wie gesagt, also ich bin fast 40, mein kleiner Bruder ist Ende 20, also so ist das. Und findet uns jetzt total peinlich, oder? Hi. Wo ist er denn? Wie heißt er denn? Leopold heißt er. Leo. Der Leopold. Wo bist du denn? Der Poldi. Und der reagiert auch sehr allergisch. Hol mal den Poldi, komm. Der reagiert nämlich auch sehr allergisch, wenn man ihn Leo nennt, weil er möchte gern der Poldi sein. Okay, Poldi, dann komm mal her, dann entscheidest du, welches Buch deine ältere Schwester kriegt. Also, Moment, er kommt. Oh. Poldi, du musst mal kurz was für mich entscheiden. Ich bin gerade live mit Elena Uhlig und du musst mal kurz sagen, welches Buch ich gewinne. Hello. Oh mein Gott. Das ist geil. So, pass auf. Also, diese zwei Bücher stehen zur Auswahl. Pink oder Qualle? Qualle. Ich würde sagen Qualle auch, ja. Ja. Schön, dass der Trockner... Aber du hast ja eine Megastimme. Ich? Ja. Echt, okay. Sag noch was. Hallo, ich heiße Leopold. Ich habe ein total schickes... Guck hier, hübscher Bruder. Jetzt kommen die Anfragen. Versammlung. Ich bin gekleidet und meine Schwester lacht so. Das warst du doch. Wie bitte?
Das warst du doch, der so gelacht hat. Nein, nein, aber sie vorhin habe ich so jetzt gehört. Warte, jetzt kommt noch mein Ehemann. Jetzt machen wir das Haus noch. Oh Gott, jetzt kommt, machen wir es. Und jetzt, Sabine, gleich kommst du. Wo ist der Ehemann? Jetzt wo kommt der Klaas aus dem Norden. Das ist Klaas aus Hello, Hamburg. Hello, Klaas. Hi. How are you? I'm very fine. Das ist very bad today. Du kommst aus dem Norden, Klaas? Ja. Ja. Woher denn? Aus Hamburg. Und du? Da hat meine Oma gelebt, meine Mutter ist da aufgewachsen. Hamburg ist ja die geilste Stadt in Deutschland. Wollte ich immer hinziehen, hat nie geklappt. Schade. Seid ihr in Hamburg? Lebt ihr in Hamburg? Wir leben in Ahrensburg, total unsexy. Aber du hast ja den Herrn Karl und der ist ja auch ziemlich... Also er lebt zwar nicht so viel, aber... Aber den kannst du halt nicht nach Hamburg verschleppen. Ahrensburg, das ist doch, die ganzen schönen Häuschen sind doch da. Ja, jetzt muss ich nochmal, sorry, Elena, ne? Elena. Ich will mal ganz kurz fragen, wer du bist, weil ich weiß ja, das ist auch nicht schlimm. Ich bin die Elena Ulig. Okay. Ja. Das ist ja total cool. Ich bin eine Schauspielerin, eine dumme Schauspielerin, die ein bisschen Quatsch macht. Was steht okay. da? Okay, von den Videos. Die Videos, die wir gesehen haben. Okay. Da oben war das Foto. Aber, Polly, du bist zu jung. Du bist nicht mehr meine Zielgruppe. Ich bin zu jung. Ja. Okay, es ist dann fast für 80-Jährige. Jetzt gehst du bitte in dein Zimmer, Leopold. Okay. So, Leopold, jetzt gehst du in dein Zimmer. Liebe, du musst mir... Heißt du Barbara eigentlich? Ich heiße Andrea Barbara. Barbara. Du schickst mir bitte eine Nachricht mit deiner Adresse, die behalte ich das. Aber Privatnachricht. Mach ich. Auf jeden Fall. Ich will die Qualle und du kriegst das Pupsspiel. Bitte. Das ist wirklich großartig, was wir da schon gelacht haben. Das muss ich jetzt noch kurz erzählen, auch wenn es da draußen wahrscheinlich niemanden interessiert. Aber wir haben das meinem Vater geschenkt zum ich glaube, 68. Und der so, was will ich mit dem Scheiß? Und dann haben wir dieses Spiel gespielt und wir hatten so einen unfassbaren Spaß mit einem 14. Ding. Opa. Opa, genau. Ich brauche das. Achso, Antonia möchte das Toilettenspiel spielen. Ja, da weißt du, wie das heißt? Pass auf, ich suche dir das raus, ich mache dir ein Foto davon. Das ist das Pipi-Spiel. Da tut man Wasser rein, dann drehst du und ist so ein bisschen wie russisch Roulette. Wann ist Spritz, der hat verloren. Ah, okay. Du bist selbst auch gerade auf der Toilette, ne? Natürlich, das ist für stille Örtchen. Okay. Das ist mein neuer abendlicher Spaß seit zwei. Guck hier, Ulig stilles Örtchen. Und wenn es nicht weitergeht, ich habe kein Geld für einen Jingle, dann drücke ich ab und dann ist die Show vorbei. Genau. Okay. Hier, aber Elena, du musst unbedingt nochmal mit dem Tom Beck sprechen, weil das, der dich aus dem Auto anruft, wo scheiß 4G gar nicht vorhanden ist, das geht gar nicht. Also Barbara, ich werde das klären, ihr Lieben. Wir müssen raus. Nein, aber guck mal, die Sabine, nein, und ihr kommt wieder. Ich hol dich wieder rein, ich weiß jetzt, wer du bist. Okay, super. Ich schicke dir meine Adresse und ich schicke dir das Pupsspiel. Mach das. Tschüss, liebe Klaas. Tschüss. 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 Ich bin ja raus. So, nein. So, Sabine, wo bist denn du? Himmelherrsch. Sabine, da bist du ja. Sabine, das war ja jetzt völlig absurd. Hast du jetzt... aus Hamburg, aus Ahrensburg. Ich mag ja den Norden. Ich fange jetzt wieder an zu... Hello. Ich krieg die Krise. Warum? Ihr habt alle lackierte Fingernägel. Ihr seht alle super aus. Und du? Und jetzt, während ihr gesprochen habt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir meinen Nagellack geholt. Den habe ich schon geschafft, den noch nicht. Und bist du verrückt? Ich habe extra für dich halt, weil ich dachte, es ist ein Mädelsabend. Habe ich mir, weißt du? Ich hab ein bisschen was zur Auswahl. Ich hab so eine Sonnenbrille. Steht dir mega? Oder? Oh, sag mal, wo hast du den denn her? Hallo. Also ich sehe schon, das gewinnt, oder? Das gewinnt, warte. Aber wenn ich jetzt, ich komme wieder. Warte, nee, ha, ich habe noch was mit. Guck mal, dann machen wir diesen edlen weg und machen den hin. Meine Liebe. Heiratet denn schon wieder jemand im Königshaus? Oder? Was sind denn das für Haare? Wo sind die denn her? Was ist das für ein Material? Schau mal. Das ist doch bestimmt von so einem Vogel oder sowas da. Meinst du, das ist ein Vogel? Warte mal, ich guck mal. Ja, bestimmt irgend so ein Vogel. Ist das von dir von Karneval, hör mal? Ja, also wir haben ja eine große Karnevalskiste.
Und, aber das ist täglich. Das ist nicht aus der Karnevalskiste. Das ist ganz normal. Damit gehe ich einkaufen. Ach so, das trägst du auch in den Sendungen und so. Ja. Das kannst du. Das aber ist tatsächlich, ich habe mich ein bisschen schick gemacht für dich. Guck mal. Sag mal, jetzt geht's aber los. Ich gehe gleich in meinen Kleiderschrank, du. Schau, was das ist. Das große, dicke Socken. Hier. Schau mal. Ciao. Aber sag, wie kriegst denn du dein Bein da so hoch? So hoch? Du nicht? Du nicht? Kannst du den in den Mund nehmen, den Zeh? Kann ich noch, guck mal. Kannst du es noch? Kann mal jemand das Handy nach da hinten stellen? Ach, du hast gar kein Stativ, oh, oder was? Au, ich habe kein Stativ. Au, au. Was hast du gemacht? Hast du was verrissen? What? Oh, nee. Nee, das guck hat keinen Sinn. Guck mal, ich krieg den anderen auch hoch. Schau. Ey, das ist doch nicht ernst. Das ist nicht dein Fuß. Mein Bein. Schau. Das ist der Herr Karl. Der schiebt da seinen Fuß hin. Der hat halt so Pillefüße. Das ist mein Fuß. Habt ihr im Schauspielunterricht irgendwie so einen Ballettquatsch gemacht oder sowas? Oder machst du jeden Tag Yoga mit deinem? Nee, ich mache gar nichts, aber gleich gehe ich zum Arzt und lass mich einrenken. Man kennt dich ja da schon. Sag mal, was ist denn das für eine fürchterliche Geschichte da heute? Das war schrecklich. Ich sag dir, das war schrecklich. Und zwar, das geht so schnell, da musst du echt aufpassen. Wie alt ist deine jetzt? Mein Kind, wir sagen ja kein Geschlecht. Ach so, dein Kind ist 4. Gut. Wenn das Kind 4, ja, wenn du das aus Versehen an dem Arm hochziehst, bis 5. Kommt nie vor. Das ist das Tolle bei dir. Das ist das Tolle. Hast du was zu trinken eigentlich? Ja, ich habe Hugo. Ich habe jetzt das Saufen angefangen. Die Düsseldorferin. Ich hab wieder einen Grund, ne? Die Düsseldorferin. Prost. Was trinkst du, Kölnerin? Hast du auch einen Eiswürfel drin? Ich auch, meiner ist schon geschmolzen. So. Was machst du denn da? Hm? Hast du da geguckt? Ja, ich habe hier meinen Nagellack. Ja. Und was sagst du noch? Weil ich wirklich voll den Stress hatte, weil ihr voll die lackierten Nägel habt. Und ich mir seit Tagen vornehme, mir die Nägel zu lackieren. Aber natürlich gehe ich nicht in so eine Nagelbude im Moment. Ich weiß auch nicht warum. So. Und dann bin ich losgerannt. Dann habe ich mir hier das gute Kochbuch von Otto Lengi genommen. Oh Gott. Für nichts anderes benutze ich das als Unterlage zum Nägellackieren. Aber kannst du das selber? Da habe ich Talent. Aber kannst du das gut selber? Ich sage dir, wenn ich nichts mehr mit Medien zu tun habe, mache ich eine Nagelbude auf. Wirklich? Ja. Ich habe schon voll betrunken Menschen auf Partys die Fußnägel lackiert. Warum machst du das nicht auf? Guck mal, die Katze hat da auch einen Kaffee aufgemacht. Du könntest doch mal eine Nagelbude aufmachen. Katze ist einzigartig. Wieso? Du könntest doch Heinrichs Pedikürstudio, oder wie können wir es denn nennen? Heinrich. Ach, Nagelbude. Nagelbude. Ich sagte, die rennen dir die Putze ein. Ja. Mach das doch, wenn du das kannst. Ich kann das ja gar nicht. Ich gehe ja dahin und dann passiert mir aber, dass die mir solche Sachen aufschwatzen. Ich feiere es total. Du siehst das so schön. Ja, aber ich habe jetzt so ein. Guck mal, diesen hat die das mit einem Bindfaden gemacht oder hat sie es gerupft? Die hat es gerupft, es tat so weh. Und dann hat die mit dem Zirkel, genommen. Vorher musste ich mich gerade hinsetzen und hat mit dem Zirkel das aufgezeigt. Dann habe ich mir das angeguckt. Nein. Doch, die hat so, dann hat sie so, weil hier da vorne, guck mal. Da hat sie noch eingespritzt zufällig? Das hat sie gefärbt alles. Das verstehe ich sowieso nicht. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe ja hier so richtige Büsche, ne? So, das ist auch wieder Haken, ne? Also das ist schon so, aber das ist mir auch schon passiert. Die hat gerupft und gerupft und dann hat sie gemalt. Warum rupft sie dann erst weg, wenn sie dann malt? Ja, bei mir auch. Sie hat gemalt, das weiß ich nicht. Und dann hat sie aber vorher hat sie eben mit dem Zirkel mein Gesicht abgemessen. So, und jetzt sehe ich aus wie Chiara Dennenbein. Ich möchte loben. Wolfs Beute schreibt, wenn mein Nagelstudio Nagelbude heißt, das kann man auch falsch verstehen. Richtig. Richtig, das kann man auch falsch verstehen. Eine Nagelbude kann auch was ganz anderes sein. Ja, aber das ist doch gar nicht schlecht, dann kommen ja genug Leute dahin. Weißt du? Also ich finde, wo würdest du es denn aufmachen in Köln? In Nippes? Nö, weiß ich gar nicht. Ich habe auch mal überlegt, als ich noch in Duisburg studiert habe,
ob ich ein Dönergeschäft aufmache. Ich musste da immer auf den Bus warten. Ich bin mit dem Zug nach Duisburg gefahren und dann musste man nochmal mit dem Bus zur Uni fahren. Und da habe ich ziemlich viel Zeit verbracht und dann habe ich gedacht, ich mache hier eine Dönerbude auf und dann heißt die Dönerena. Also wie? Döner mit A, Dönerena. Also Arena. 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 Groß. Das hätte doch gar keiner verstanden. Dönerena. Dönerena? Entschuldigung. Hätte man doch gedacht, du heißt Rena. Wer hat das verstanden? Dönerena? Dönerena, das würde ich auch. Dass du auch dieses Glitzerteil da. Ich ziehe mir sowas. Ich gehe jetzt auch raus und ziehe mir auch mal sowas an. Hör mal. Dass du fremde Beine da in den Mund nimmst. Das war ja, das schockiert dich. Hier unten unter mir liegt nämlich der Herr Karl und hält sein Bein nach oben. Können wir bitte über Herrn Karl sprechen? Ist ja ein bisschen so der heimliche Star, ne? Der Herr Karl, ja. Das ist das Problem. Das war immer schon unser Problem. Es war immer der heimliche Star. Eigentlich der offensichtliche. Sag mal, wie läuft das bei euch? Ist da so ein bisschen Konkurrenzgedöns, wer mehr Drehzeit und so hat? Nee, das war mal eine Zeit lang, habe ich gedacht, ich möchte auch diese harten Rollenspiele, so ein bisschen lächerlich, wenn ich mit einem Mann konkurriere oder ich bin ja eine Frau. Also es hat da nicht so viel Sinn. Nee, hat ja nicht. Ich habe mal hat gehört, warte mal kurz, ich habe lange Zeit versucht, immer besser zu sein als die Männer, um dann festzustellen, ist gar nicht so schwierig. Ja, nee, das Bessersein nicht, aber trotzdem kannst du ja den Love Interest in einem Film, wenn der ein heterogener Film ist, nicht spielen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Aber jetzt nochmal, gibt es bei euch so ein Konkurrenzding so? Nee. 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 Findest du? Fandest du, das wirkt so? Nein, überhaupt nicht. Aber die Frage ist doch, was vielleicht schon ist, wenn er eine Anfrage. Wenn er eine Anfrage bekommt, wo du sagst so... Warte mal, der kommt jetzt. Wieder der, nicht Herr ich. Herr Karl? Ich hole den jetzt. Ja, gut. Ich hole den jetzt. Pass auf. Jetzt kriege ich aber ein bisschen Schiss auch. Ja, das ist auch besser so. Warte, Herr Karl? Was? Was? Herr Karl? Man fragt sich... Nicht man fragt sich. Sabine fragt sich... ob du ein Konkurrenzdenken mit mir hast, weil ich so viel rede und du nicht. Nein. Nein, hat er gesagt. Und jetzt macht er die Tür wieder zu. So. Weg ist er? Eigentlich ist auch irgendwie so Hauptsatz, Nebensatz, oder? Ja, total. Weg ist er? Herr Karl? Der kommt nicht wieder. Der kommt. Sagst du mal guten Abend, bitte. Hallo. It's a man's world! Gibt es Situationen, Herr Karl, in denen du nicht neidisch, aber schon so ein Konkurrenzding hast mit Elena, wo du manchmal denkst, wieso kriegt die geilen Rollen und ich nicht? Nein. Fehler. Geschlossene Frage. Schwierig, mir diese Frage um diese Uhrzeit zu stellen. Ich schlafe ja schon. Ja, man sieht's. Gut. Machst du mir noch so ein Getränk? Natürlich, sofort. Ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, Frau Heinrich sollte keinen Alkohol mehr trinken. Frau Heinrich oder Frau Ulich? Frau Heinrich. So, Frau Heinrich, pass mal auf, ich habe jetzt was für dich. Schau mal bitte. Was ist für dich? Ich muss kratzen. Wen musst du kratzen? Ja, jetzt er kratzt das Kind. Das Kind schläft nämlich noch nicht. Ich schließe mich mal ein. Hier ist ja heute der Teufel los. Entschuldige bitte. Guck mal, was ich hier alles habe im Bad. Ein Embryo, was ist das? Nein, das sind Puppen meiner Tochter. Oh. Die hat so viele Puppen. Ich habe was für dich gekauft, Heinrich. Was ist das? Das ist ein Fußballquiz. Ein Fußballquiz? Oh, ist sehr gut. So, und zwar möchte ich mit dir kurz mal quizzen, entschuldige bitte. Uwe Braun fragt, ob ich auf dem Pott sitze. Nee, ich sitze. Ich sitze in der Küche, wir haben hier. Da ist doch jemand. Wer ist da? Wer da ist? Da war jemand. Ja, mein Freund ist da, aber der möchte nicht in dieses Internet. Aber ich höre jemanden. Ich habe jemanden gehört.
Rufst du Hallo? Hi. Hat auch eine schöne Stimme. Oh, er hat eine sehr schöne Stimme. Er sieht auch spitze aus, aber er ist einfach... Aber du zeigst ihn nicht. Also ich sitze tatsächlich auf der Fensterbank, das stimmt. Oh, da pass aber bitte auf. Nee, das ist nicht hoch, weil da ist der Balkon. Okay. Aber tatsächlich ist das hier, wenn ich das mal gerade zeigen darf. Bitte. Weil da habe ich Angst. Wir haben kein Sofa, so hier. So. Das klingt schlimmer, als es ist. Und dann habe ich hier, sieht man das da? Ja. Chaotisch hier bei uns. Ah, das ist aber gemütlich. Du hast so Kissen dahin gemacht. Ja, da ist so eine Matte und tatsächlich schlafe ich da auch drauf. So, wenn man mal mittags dösen möchte, wenn das geht. Wie in diesem Türrahmen schläfst du? Ja. In dem engen Türrahmen? Ja, da. Da ist die Zeitung. Guck mal, da liegt die Süddeutsche von heute. So, das ist der Herr. Du liest die Süddeutsche, ich lese ja eher, ja. So. Und da ist dann, da geht's dann raus. So. Und ist das, sag mal Sabine, jetzt wo wir so sprechen, ist das dein stilles Örtchen, die Matte? Würdest du das sagen? Ja. Ohne Scheiß, ja. Das ist mein stilles Örtchen. Hier sitze, hier frühstücken wir. Ja. Also wir haben auch einen Esstisch, ne? So ist es nicht. Aber hier frühstücken wir, hier essen wir Abendbrot und hier sitzen wir und quatschen und lesen. Im Winter heißt das dann, wenn die Türen zu sind, Wintergarten. Und was ist das für eine Matte? Was ist das für eine Matte? Das ist so eine Filzmatte. Die hast du einfach zugeschnitten und dahingelegt. Ja. Also es ist nicht jetzt was gepolstert ist. Doch. Ist das langweilig? Nein. Doch, das ist sehr gemütlich. Das ist sehr, sehr. Mir ist völlig wurscht, ob das langweilig ist. Mich interessieren solche Geschichten. Weil ich muss mir jetzt immer. Guck mal, ich habe mir jetzt auch so einen Filz gekauft. Schau mal. Für auf die Toilette? Ja. Habe ich auf den Deckel gelegt. Guck mal hier. Könnte ich auch zuschneiden? Ich habe hier auch sowas. Ja, genau. Genau. Das hast du aber von Ikea. Das kenne ich. Das ist, guck mal, das ist so eine, habe ich angemalt und so ein Brett zugeschnitten. Ah, das ist praktisch, dass man sich da draufsetzt. Und da könntest du doch noch so. Man kann da auch sitzen und man kann da essen und alles. Und das ist ehrlich gesagt ein spitzenstilles Örtchen. Hier liege ich, hier lackiere ich mir die Fingernägel. Das ist ganz toll. Und man weiß auch, dass das dein Platz eigentlich ist, oder? Ja, wir haben schon aufgeteilte Plätze. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist am Küchentisch. Man hat Stammplätze. Immer, immer. Man darf auch nicht rotieren oder so. Nein. Ich sitze in der Ecke. Das Kind sitzt hier. Und, ja. Und der Mann sitzt hier. Und zwar auf diesem, warte mal kurz. Oh, Sabine ist weg. So, jetzt kriegen alle Mitleid mit dem Mann. Achtung, jetzt kommt der Sessel vom Mann. Zeig mal. Ist das so ein Qigong-Sitz oder sowas? Wie nennt man das denn? Sabine, ist das so ein Qigong-Sitz? Bei uns heißt das Puff. Ja, du willst ja auch so eine Lackierbude aufmachen. So, jetzt piss auf. Pass auf. Lass uns bitte. Das Fußball. Möchtest du noch mal mit mir über die Ich habe ja auch noch was mitgebracht. In der Sendung? Ich habe ja auch eigentlich was Schönes mitgebracht. Wo ist jetzt? Sag mal. Ich habe rausgesucht mein Tagebuch von als ich 14 war. Und ich dachte, ich lese aus meinem Tagebuch. Bitte, und zwar hast du den Geburtstag drin? Deinen ersten Kuss? Pass auf, ich würde vorschlagen, das ist so ein altes Vokabelheft. Kennt ihr das noch? Oh, wer ist denn da vorne drauf? Ist das von der Kuschel? Ja, das sind nicht wir. Es gab so, hattest du das auch? Du bist, glaube ich, ein Ticken jünger als ich, ne? Wie alt bist du? 44, wie alt bist du? 44, 43. Du bist jünger. Ein Ticken jünger. So, es gab doch mal eine Zeit lang, dass in der Schule so Leute waren, die haben so Prospekte gehabt, dann konnte man sich Poster bestellen für teures Geld. Erinnerst du dich da noch drauf? Dran? Nee, ich habe die Mädchen konnte mit den Postern und die Girl gehabt. Aber ich habe dann die Prospekte ausgeschnitten. Nein. Hab dann mein Tagebuch damit verziert. Da steht auch Top Secret drauf. Guck mal, hier schreibt gerade jemand, jetzt die schönste Zahnlücke der Welt. Das ist doch toll, oder? Guck mal. Eine Zahnarztpraxis vom Niederrhein, das ist schon ein paar Jahre her, hat mal Werbung mit meiner Zahnlücke, mit meinem Gesicht gemacht. Wenn sie so aussehen, dafür haben wir Lösungen. Nein. Das hast du gemacht, oder was?
Nein, die haben Werbung einfach ungefragt mit meinem Gesicht gemacht. Und das hast du nicht. Wenn sie so aussehen, dann haben wir Lösungen. Das hast du nicht angekreidet, sag einmal. So, sag mal Stopp. Ich, es kommt ja, mach. Und mach Stopp. Und? 23.10.1991. Es ist zwar erst 15 Uhr, aber ich wollte jetzt mal schreiben. Marco hat angerufen. Schluss gemacht. Was? Nein, bin ich fertig. Ich hoffe, dass ich bei Andreas Chance habe. Volltreffer. Nochmal. Nochmal. Lies nochmal vor, bitte. Ich habe jetzt die Seite schon verschlagen. Was? Nein, das gibt's ja gar nicht. Bitte lest es. So, ich habe es gefunden. Nochmal. Nochmal. Bitte. 23.10.1991. Es ist zwar erst 15 Uhr, aber ich wollte jetzt mal schreiben. Marco hat angerufen, da habe ich Schluss gemacht. Nein, bin ich fertig. Ich hoffe, dass ich bei Andreas Chancen habe. Warte mal, 91. Wenn du ein Jahr jünger bist als ich, dann warst du 15, ne? Ja, 23.10., da war ich noch 14. Und wer war Andreas? Andreas? Gibt's? War tatsächlich der Schuss der Schule und auch mein erster Kurs, aber so ein bisschen, also ich kann mich jetzt damit schmücken, dass ich den Schuss der Schule geschafft habe. Es war aber eine Party, eine heimliche Party mal, da war ich 15. Ich denke, 14. Also ich fand Andreas schon spitze. So, und dann gab es, und zwar bei Patricks Vater in der Wohnung, die noch nicht so richtig renoviert war, trafen wir uns abends mit mehreren Leuten. Und die eine knutschte mit dem anderen und ich saß da jetzt und hatte niemanden zum Knutschen und es war ein bisschen öde. Und Andreas, der Schuss der Schule, saß da auch und hatte niemanden zum Knutschen, es war ein bisschen öde. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, dann du. Hat er das gesagt, oder was? Ja, so. Und dann, pass auf, folgende Situation. Und das, es ist so typisch, weil es heute noch so zu mir passt. Also er kam also mit seinem Mund so. Oh nein! Das war ganz schlimm. Pass auf, wenn das jetzt ein Mund ist und mein Mund. Ja. So. Und dann waren wir so und ich sagte, was ist jetzt meine Aufgabe? Das hast du nicht gesagt. Doch. Ja, was, kann man doch mal fragen, wie das funktioniert, oder? Aber du hast es noch nie geküsst, oder was? Nein, wann war dein erster Kuss, Elena? 14. Wo? Wo, das kann ich dir genau sagen. Im Zelt. In Düsseldorf? Ja, im Schrebergarten. Ich war davor schon lange mit dem zusammen. 10 Wochen war ich mit dem zusammen. 10 Wochen. Aber ey, du kannst mir nicht sagen, dass ihr 10 zusammen wart. Dann das erste und Mal. Nach, noch mal zu. Was für ein Typ. 10 Wochen sind wir immer nur Händchen haltend und Bussi auf die Wange, aber kein Kuss. Und ich habe die ganze Zeit mit meinen Freundinnen geübt, wie man richtig küsst. Ja? Das ist ja schwierig. Auf dem Arm? Ja, und auf dem Arm, ja. Und dann so, ne? So. Und dann ist das die Zunge vom anderen. Kennst du das nicht mehr? Nee? Habt ihr das nie? Aber auf dem Arm doch nicht. Ich hab so. Arm. So? Ja. Nee. Soll ich jetzt von unseren Du musst das so machen, damit die Freundinnen gucken können, ob du das richtig machst. Genau. Das ist. Doch. Ich möchte jetzt gerne von unseren Mädels, die mit uns gucken, wissen, ob sie noch wissen, von wem und wann sie ihren ersten Kuss. Und vor allen Dingen, wenn Typen dabei sind, die behaupten ja immer, sie wüssten es nicht mehr. Die wissen es alle. Ich glaube ja, es wissen alle. Und pass auf, also auf jeden Fall war ich 9,5 Wochen, ich war 9,5 Wochen mit ihm zusammen und der hat mich nie geküsst. Und ich hatte schon mit meinen Freundinnenrat einberufen und man musste klären, wie kriegt man den Mann dazu, dass der einen küsst? Weil das muss doch der machen. Ich kann doch nicht sagen, küsst mich. Und dann weißt du, dann sitzt du so bei ihm verklemmt auf dem Bett und rutscht so näher und dann macht er immer irgendwas und küsst dich nicht. So. Und dann habe ich irgendwann
hat er mich zum Bus gebracht, an die Busstation. Da waren wir 9,5 Wochen zusammen, ne? Wie in diesem Film, 9,5 Wochen, nur dass er mich noch nicht mal geküsst hatte. Also, und dann kommt, und dann sag ich, ring ich mir so raus, weißt du, ein Bus kommt, sag ich, ach, wir können den nächsten nehmen und so. Und irgendwann habe ich nach unten geguckt und hin und her und habe dann irgendwann mich wirklich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, nein! Pass auf, warum küsst du mich nicht? Oh nein! Und ganz schrecklich. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich, glaube ich, gesagt, magst du mich nicht? Und er hat gesagt, doch, aber ich wollte dir Zeit geben. 10 Wochen? Hä? So, hä? So, pass auf. Und dann kommt der Bus, ja? Sabine, zum ersten Mal pünktlich. Und der zieht mich an sich ran und will mich küssen. Habe ich ihn weggestoßen und gesagt, nee, jetzt hier nicht den ersten Kuss. Und bin in den Bus gestiegen. So. Und dann haben wir diese Gartenparty einberufen, weil ich da dachte, hier wäre eine gute Möglichkeit für den ersten Kuss. Und der hat gut geküsst. Und ich glaube ja, dass der erste Küsser dich schon ein bisschen dahin bring, wie du küsst später. Glaubst du nicht? Nee. Nee? Ich muss mir gerade noch mal hier... Nee. Guck mal hier, was die Leute... Ihr müsst das schreiben, das ist ja herrlich. Schau mal. Thorsten, ja, ganz viele. Hier mit Peter im Kino. Am besten finde ich irgendwie... Hier ja. Auch mit Peter am 15. Von Ingo auf der Schulskifahrt in Italien mit Blick auf BVB-Bettwäsche. Weißt du? Weißt du? Sowas. Das ist krass. Das man weiß das. Man weiß das. Ja, aber ich habe zum Beispiel, danach habe ich mal einen geküsst und der hat so Suse viel Engel, Eduard im Italienurlaub. Suse? Was? Suse ist übrigens, darf ich was zu Suse erzählen? Kennst du Suse? Ich kenne Suse. Suse habe ich kennengelernt. Karneval dieses Jahr. Wir haben noch Karneval gefeiert. Corona war noch weit weg. Und zwar in einer Kneipe in Köln gibt es Los Mersinge, das heißt, man singt sich ein für Karneval. Übt schon mal Lieder. Stehe auf der Toilette und eine Frau, nicht Suse, eine Freundin von Suse, sagt so zu mir, alle voll, bist du nicht? Du bist doch, du bist doch. Und ich so, ja, ja. Du bist doch die Katrin, oder? Die Freundin von der Suse. Ja. Aber vor allem so, ja, ja. Und Suse hat mir dann irgendwann gesagt, dass sie schon mal von mir geträumt hat. Aber sie ist nicht ins Detail gegangen. So, also wir waren bei den Küssen. Oh, Balla B mit 10 Jahren und wir haben Baywatch nachgespielt. Oh. Ich weiß also, nicht. Auf jeden Fall hat ihr meine Mutter mal einen ganz würde, dass Satz Baywatch gesagt. Nachspielt. Hm? Sabine, meine Mutter hat mal einen ganz klugen Satz gesagt. Ich kam also von einem wieder, der mich geküsst hat. Und der hat ganz schlimm geküsst. Und dann bin ich nach Hause und habe mich nicht getraut. Was? Mich hat einer geküsst. Sorry. Ja. Mich hat einer geküsst. Und dann war man ja früher zusammen, wenn man sich geküsst hat. Das war man später ja nicht mehr, aber früher war man ja zusammen. Was machst du? Was sagst du? Was ist los? Ich musste lachen über dieses, aber später nicht mehr. Ich kann mich erinnern, dass ich mal geknutscht habe und einfach den Namen auch nicht wusste. Ja, tu mal nicht so. Also, bitte. Du bist ja hier also eine feine Düsseldorferin aus der Stadt. Ich bin vom Dorf. Ja, und da hast du den Namen nicht gewusst? Ja, auf irgendeiner Party. Weißt du, was ein absolutes No-Go ist bis heute? Zahnkontakt. Ja. Gut, bis heute, aber du küsst ja heute keinen mehr. Und das ist ja nicht mehr. Verstehst du? Knutscht ihr nicht mehr? Doch, wir knutschen, aber wir wissen ja nun seit 14 Jahren, wie man das ohne Zahnkontakt tut. Ja, aber das ist jetzt die Frage. Das ist eine ziemlich krasse Frage, Frau. Wieso, der Zahnkontakt oder was? Nein. Knutscht man noch? Ja, natürlich. Und das ist auch das Wichtigste meines Erachtens nach. Findest du nicht? Findest du nicht? Total. Also ein guter Kuss, entschuldige Sabine, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber wir müssen. Ein guter Kuss ist sensationell. Es darf nicht so ein, was habe ich mal gelesen, wenn der Kuss sich anfühlt wie das Abstempeln einer Fahrkarte, dann ist es vorbei. Ja, meine Mutter sagte damals eben nach diesem schlechten Küsser, du musst den sofort, musst du sofort Schluss machen, wenn er nicht küssen kann, kann er auch alles andere nicht.
Und Typen mit Schnauzbart putzen dir sofort die Zähne. So, jetzt hörst du auf. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt mache ich mit dir das Quiz. Hör mal, pass mal auf. Ein Quiz, meine Liebe. Wir könnten natürlich auch, weißt du, was wir eigentlich auch... Kann auch noch ein bisschen was vorlesen hier, ne? Ja, stimmt. Lies doch mal was vor, mach mal einmal auf. Warte. Sag Stopp. Stopp. Wie war es? Stopp beim Fluss. Oh. Und? Und? 13.10.91. Hab am Freitag und Samstag nicht geschrieben. Einfach nichts passiert. Außer, dass Anja und Katja und ich in der Eishalle waren. Haben die ganze Zeit getanzt. In der Eishalle? Eishalle Unna. Das war das Highlight. Okay. So, mehr ist da nicht gewesen. Langweilige Seite. Okay, weiter, 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 weiter. Hast du regelmäßig geschrieben oder was, Sabine? Ja. Du nicht? Hast du kein Tagebuch gehabt? Ja, aber ich habe es immer angefangen, wenn ich verliebt war, dann habe ich immer aufgehört. Hast du das echt regelmäßig gemacht? Ich wollte immer so eine sein, die dann so ein Tagebuch hat, aber ich habe das. Aber jetzt habe ich eins gemacht gehabt. In diesem Corona-Shutdown habe ich eins gemacht gehabt. Das ist doch super, das bleibt uns auch. Ja. Pass auf. 28.10.91. Ging alles gut heute. Ich sagte ihm 18.30 Uhr und er fragte, warum. Und ich sagte, darum. Ich habe schon mal einen Roman geschrieben. Ja, entschuldige, das müsstest du eigentlich mal, hast du schon mal eigentlich, das müsstest du eigentlich veröffentlichen. Das hier? Nein. Ja. Kurz, zeig mal deine Schrift bitte, dein Schriftbild. Da war natürlich der I-Punkt ein Kringel, ganz wichtig. Habe ich nie gemacht, ich habe Herz. Wir sind dann ins Jugendzentrum gegangen. Erst nix. Dann ist er in den F-Raum gegangen. Ich weiß überhaupt nicht, was der F-Raum ist. Und ich, also wir wollten gehen und ich bin dann hinterhergegangen. Und er hat mich dann ganz auffordernd angeguckt. Und ich, doofe Kuh, sagte, Andreas, als Andreas. Ah, wieder. Habe hier deine Jacke. Wir wollen gehen. Doof. Nein. Ist das nicht wieder nur eine 4, so wie nur eine 3? Also das war, es ist nicht so von Leuchterei beschieden, das, ne? So, also der. Aber das sind sozusagen die jungen Gedanken einer 14-Jährigen. War denn mit dem Andreas später noch eine Beziehung? Nein. 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 Gut. Wir haben, also ich habe mir meinen ersten Kuss abgeholt und dann war ich so ganz schnell. Also wie gesagt, ich komme ja aus dem Dorf, ne, aus Kamheren. Und da ist ja die Anzahl der coolen Jungs einfach überschaubar, muss man ja mal sagen. Und ich habe mich so ganz schnell woanders hin orientiert. Okay, verstehe. Das kann man ja auch so stehen lassen, oder? Das kann man wirklich so stehen lassen. Das muss man, ja, das muss man auch an dieser Stelle, muss man das auch stehen lassen, meine Liebe. Das muss man, ich finde, ich möchte dir eine Frage noch stellen. Sabine, lest noch eine Seite vor und dann stelle ich dir eine Frage. Ich hab hier noch einen Liebesbrief, den ich von einem Jungen bekommen habe, noch gefunden. Und? Ich versuche ihn mal zu anonymisieren. Ich war 14 und fuhr auf Korsika, auf Kirchenfreizeit. Ich war auch in Korsika. Ja. 1900, warte mal, waren wir da? 88. Mit deinen Eltern? Mit meiner Mutter, ihrem Freund und meiner besten Freundin. Also nein, ich war mit der Kirche natürlich auf Korsika im Zeltlager und es war 1992, weil der Brief von dem Jungen, U heißt er. Ja. Übrigens, Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4, Seite 5 mit Illustration. Sag mal, wo hast du das alles? In der Erinnerungskiste. Was? Mit Kussfenster, da hat er einen Kuss reingemacht und da konnte ich ihn mir abholen. Aber wo das Problem war, pass auf. Sabine, wo hast du das liegen alles? Wo liegt das bei dir? Ich habe eine Kiste. Ich auch. Eine Schachtel, da sind die Schätze drin. Da ist auch eine Unterhose drin, da war ich glaube ich so 19, auf der haben meine besten Freundinnen unterschrieben und ich. Echt, die ist da drin? Und der Plan war,
dass diese Buchse noch passt, wenn wir alt sind. Vergiss es. Hat jeder deiner Freundin diese Unterhose? Ja. Und habt ihr euch mal wieder in der Unterhose getroffen? Nein. Die passt auf den Oberarm. Ich habe den Brief aufgepasst, pass auf. Lies vor, lies vor. Typ, der sieht so aus, der hat nämlich ein Foto dazu gelegt. Oh, nett. Warte mal kurz, wann war das nochmal, was habe ich gesagt? 92, da war ich 76 geboren, also es war im Sommer 92, 76, 86. 16 war es. 15, weil es war im Sommer, 15. Das Problem war, der war auch so ein Schuss und dann haben wir, glaube ich, auch geküsst so und dann bin ich eben nach Korsika gefahren und habe da, Achtung, Arne kennengelernt. Und dann kriege ich also in das Zeltlager adressiert. In das Zeltlager? Nein! Diesen 8 Meter langen Brief. Voll süß. War aber leider schon in Arne verliebt. Echt assi, oder? Ich habe Jahre später, wie ich die Erinnerungskiste aufgemacht habe, und ich mache die immer auf, wenn ich die Sissi-Filme schaue. Oh, der dann, Papa hat der Fisch gefangen. Ach, und dann, pass auf, dann habe ich einen mal recherchiert und angerufen und wollte eigentlich nur sagen, was hast du für einen schönen Brief damals geschrieben? Der war total irritiert, wie ich angerufen habe, warum ich ihn anrufe. Münztelefon. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, naja, ich dachte, ich rufe jetzt mal an. Wieso ich jetzt anrufe? Es war ganz schlimm. Also ich glaube, man muss die Sachen in der Erinnerung lassen. Ja, du? Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, ich möchte wirklich nicht wissen, was der Andreas heute macht oder der mit dem ersten Kuss oder hier, der, so, das ist so. Ja. Aber obwohl, will man das nicht mal wissen? Nein. Gar nicht? Pass auf, nee. Pass auf. Guck, die schreibt hier. Und was ist mit Arne passiert? Ach, der Arne ist schon auch, weiß ich nicht. So, pass auf. Ich hatte mal einen Schwarm. Und der fuhr mit einem türkisfarbenen Käfer rum. Zu einer Zeit, als niemand mehr mit Käfer fuhr. Und der fuhr immer mit dem Käfer rum. Und ich fuhr einen Panda. Und immer, wenn ich diesen Käfer gesehen habe, bin ich manchmal so hinter dem hergefahren, weil ich den einfach cool fand. So nach dem hier im Wagen vor mir, ne? Und das war einfach über viele, viele Monate, da war ich, glaube ich, so 19 oder 20, mein Schwarm. Und dann war ich auf einer Party und erzählte das so, dass da so ein Typ ist, den ich, also ich weiß überhaupt nicht, wer das ist, der hat ein cooles Auto und der sieht irgendwie gut aus. So, der fährt so einen türkisfarbenen Käfer und da sagt die Perle neben mir, das ist mein Bruder. Und dann hat er mich angerufen. Oh nein. Scheidentrockenheit, wirklich. Wie redest du denn, Sabine? Aber das ging gar nicht. Sabine, es schauen doch Leute zu. Ja, aber es ist ein stilles Örtchen. Ehrlich. Da hast du recht. Wir müssen auch. Es war wirklich ja. So. Ja. Es war wirklich so, in dem Moment war es so, schade. Wäre ich doch einfach nur mal, einfach wirklich nur diesem Käfer hinterhergefahren. Damals schon dolle Sachen gemacht, ne? Du nicht? Ich hab mal so einen Typen verfolgt und den fand ich so entzückend und habe mir dieses Nummernschild aufgeschrieben. Und dann bin ich mit meiner Freundin. Wie lautet das Nummernschild? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Das, ich weiß nur, dass es ein M war. Mettmann ist natürlich ganz schlimm. Und dann bin ich nach Mettmann gefahren, um dieses Auto zu suchen. Wohnen da nicht die Reichen? In Mettmann doch nicht. In Ratingen, ne? Nee, in Ratingen? Nein, du verwechselst jetzt was. In Benrath. Aber doch nicht in Mettmann. Nein, okay, Mettmann. Man hat immer gesagt, dass Mettmann... Du machst doch da immer Radio mit dem Autofahren. Bei Mettmann, da ist doch ganz schlimm. Sabine. Nein. Doch, 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 doch. Man hat immer gesagt, das sind die Raser in Mettmann. So, also du bist nach Mettmann gefahren. Ich bin nach Mettmann gefahren
um dieses Auto mit besagtem Mann zu finden. Das habe ich natürlich nicht. Da bin ich dann mehrmals nach Mettmann gefahren. Natürlich völlig lächerlich. Hast du denn selber ein Auto gehabt oder musstest du mit den öffentlichen Personennahverkehrs? Ich hatte ein Auto, da war ich schon 18, hör mal. Ich hatte ja ein Auto. Woher? M-E ist Mettmann. M-E, oder? M-E ist Mettmann, ja. Mir wurde gerade gesagt, mehr im Merbisch wohnen die Reichen. Ja, und Büllerich, hör mal. Wo kommst du nochmal her, Sabine? Aus Kamheren, Ruhrgebiet. Östliches Ruhrgebiet, westliches Westfalen. Wie weit hast du es dann an Düsseldorf gehabt? Düsseldorf? Ja, hier. Ich war doch nie in Düsseldorf. Wir sind mit der S4 sind wir von Königsborn nach Dortmund gefahren. Das war die große Stadt. Ich war doch nicht in Düsseldorf. Bis heute kenne ich mich in Düsseldorf nicht aus. Aber warst du mal in Krefeld in der Königsburg tanzen? Nee, ich war schon mal in Krefeld, aber in einem Jazzkeller auch wegen eines Typens. Aber ich war noch nicht da tanzen, nein. Nee, da musst du mal hingehen. Aber. Was ist mit dem Typen in Mettmann? Ja, gar nichts ist mit dem Typen in Mettmann. Der ist ja, entschuldige, wenn was mit dem Typen in Mettmann gewesen wäre, dann sollte es ja. Es sollte ja alles nicht sein. Was macht der Typ, der 10 Wochen gebraucht hat, um dich zu küssen? Heute? Nee, was mit dem ist, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Weißt du, fragst du dich dann manchmal, ob diese Typen, ne, die so auf dicke Buchse gemacht haben, wenn die dann sehen, so hier Elena im Fernsehen, im Film, dass die sich fragen manchmal, oh, das habe ich vergeigt. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du? Also ist das bei dir so? Ist das bei dir so? Hast du das Gefühl? Hat dich mal jemand angerufen eigentlich im Radio? Den ich kenne? Ja. Nein. Nee? Nein. Der so plötzlich gesagt hat, hallo. Elena. Nein? Ich bin aus dem Ruhrgebiet. Also, das macht da man zählt nicht, das oder? Gar nicht. Ja, die Königsburg war großartig, da habe ich im Käfig getanzt. Frau Ulich hat sich für Herrn Karl aufgehoben. Ist das so? Natürlich. Wie lange seid ihr verheiratet eigentlich? Wir sind nicht verheiratet. Ach so, ach herrlich. Ich bin auch nicht verheiratet. Nein, wir leben in einer wilden Ehe. Ehe, nee, wir leben in keiner Ehe. Mein Herz, ich sag dir was. Ich sag dir was ganz im Ernst. Wir müssen uns wiedersehen. Wir müssen schlafen gehen. Was? Ja! Entschuldigung, soll ich dir mal sagen, wann ich heute aufgestanden bin? Wann denn? Um 3:15. War in der Nacht oder am Tag? Nee, in der Nacht. Ich hatte heute Morgen Frühschicht, aber morgen habe ich ausnahmsweise keine Frühschicht. Deswegen kann ich so entspannt mit dir sitzen. Du hast also, gearbeitet, oder ja, was? Ich habe heute Morgen schon wieder im Radio gearbeitet. Elena findet das übrigens, kleine Information, Elena findet das übrigens immer, wenn wir texten, ist fassungslos, wie viel Zeit ich in diesem Radio verbringe, weil sie das in München überhaupt nicht mitbekommt. Könnt ihr ihr das bitte mal sagen? Die ist ja Stunden in diesem Radiosender unterwegs. Stunden, und zwar 3:15. Ich meine, was ist das für eine Zeit, Sabine? Ja, aber da stehe ich ja erst auf. Da habe ich dann die Augen so. Aber dann, da ist doch, ich war ja mal im Radio. Ja? Ich bin da ja mal vorbei. Das ist ja nicht so schön da morgens früh. Doch. Es ist herrlich. Ja? Ja. Kann ich nicht mal zu dir ins Radio kommen? Was? Kann ich nicht mal da morgens mal mitkommen? Ich habe keine Zeit da morgens. Da muss ich so, weiß ich nicht, ob das so schön ist. Das ist eine komische Frage. Warum? Kann ich da mal besuchen auf der Arbeit? Weil die Frühsendung, diese Sendung bei WDR 2 morgens von 5 bis 9, die ist so zack, 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 zack. Da haben wir nicht so viel Zeit wie jetzt zum Reden. Da ist ja der Fabi, das ist der Fabi, was bei dir der Herr Karl ist, ist vielleicht ein bisschen bei mir der Fabi. Nee, Fabi ist morgen nicht alleine, Jan Malte ist morgen da. Das war gerade eine Frage. Sabine? Nee, klar, ich überlege, wann ich dich mal einlade in mein Radio. Das mache ich auf jeden Fall, aber morgens ist es nicht. Ja, hier. Aber ich könnte doch die Autosachen vorlesen. Nein, das macht der Fabian. Aber ich möchte das auch mal machen. Dann kann ich sagen, auf der A52 am Kamener Kreuz ist dann jetzt und so. Nee, wo ist das Kamener Kreuz nochmal? Ich hätte mit dir. Da komme ich her. Da komme ich her. Aus Kamheren. Ich bin mit dem Rauschen des Kamener Kreuzes eingeschlafen. Nein. Nein. Hör mir auf.
darüber, wir müssen das nächste Mal müssen wir ein Quiz machen. Kommst du nochmal wieder, oder? Kommst du nochmal wieder? Ja, ich habe ja. Wir haben ja noch das ganze Tagebuch durchzuarbeiten. Soll ich noch eine Zugabe noch, oder was? Was? Eine Zugabe aus meinem Tagebuch. Du machst jetzt eine gute Nachtzugabe, mein Herz. Und dann müssen wir uns verabreden fürs nächste Mal. Und dann möchte ich mit dir ein Quiz machen über die verschiedenen Kreuze in NRW. Du, NRW ist das Autobahnland. Ich verstehe ja übrigens, ich habe bis heute nicht verstanden, warum du in München lebst. Irgendwie. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen, weil ich einen österreichischen Mann habe. Und weil man sich auf einen Konsens einlassen muss. Und weil die A3 eine Ekelautobahn ist. Und wenn du von Düsseldorf nach Österreich über die A3 acht Stunden fährst, da hast du keine Lust. Da brauchst du schon mal 6 Stunden am Leverkusener Kreuz. So, und da hast du, dann ist da auch schon, und das mit einer schreienden Katze, ja, den Kindern und noch mehr Schweinen, vergiss es. Macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Lies mir bitte noch eine Nachtgeschichte vor. 21.10.1991. Was war das für ein dummer Tag? Ich bin um 18.30 Uhr nach Kamen zur Kirmes gefahren. Ah ja, Kirmes. Die große Kirmes. Da waren Steffi und ich im Hawaii Swing. Das ist wohl ein Fahrgeschäft. Und da stand dann Marco. Natürlich stand Marco. Dann haben wir am Autoscooter die anderen gesehen. Tja, ich habe dann so ein bisschen, ich habe Andreas vielleicht auch ein bisschen sehr angebaggert. Dann sind die zum Musikexpress. Es wird nicht spannender. Dann lies weiter, lies weiter. Das klingt und wir sind zum Autoscooter. Da waren die anderen dann auch wieder. Marco auch. Naja, hat sich so ergeben, dass ich erst dann irgendwann in der Ecke gestanden habe. Das war schön. Die Leute schreiben, was war die gute Nachtgeschichte? Sie müssen jetzt ins Bett. Ihr Lieben, ich bitte euch da draußen, bitte beim nächsten Mal am Sonntag, da bin ich ja alleine, sucht eure alten Tagebücher und lest mir Geschichten vor. Das ist super. Sabine! Sabine, we will see us again. Und du musst dieses Tagebuch für mich aufbewahren. Du musst das nächste Mal will ich den Slip sehen. Ich fahre vielleicht nach Österreich und da habe ich meine Erinnerungskiste und da bringe ich dir was mit. Ich habe auch da noch was drin. Das ist gut. Okay. Inna, du bist, darf ich noch mal kurz was sagen? Bitte unbedingt. Du bist ein Knaller für mich. Ich habe dich, wir haben uns ja letztes Jahr schon einmal in einer Sendung kennengelernt. Irgendwie so. Und dieses Jahr, du bist die Entdeckung für mich des Jahres. Ach, ich bitte dich. Jetzt werde ich ganz rot. Hör mal, jetzt werde ich ganz rot. Es war so toll, dich bei Nicht dein Ernst zu haben. Und ich bin schockverliebt. Ich habe das geliebt, was du bei Instagram da jetzt aufgebaut hast und eure Filmchen. Das ist, du machst so viel und du leistest viel. Und ich finde dich den absoluten Knaller. Sabine, du bist großartig. Entschuldige. Ich habe jetzt eine Seite lackiert, eine nicht. Lackiert, ja. Du, pass mal auf. Weißt du, was absurd ist? Da steht noch 1 Minute 43. Die schmeißen uns einfach raus. Wie lange haben wir denn jetzt gequatscht? Instagram schmeißt uns raus. Ja, ist okay. Also pass auf. Dann sagen wir jetzt mal was. Mein erstes Mal, dass ich rausgeschmissen werde. Sabine, ich finde es auch eine wirklich... Und ich meine, wie wir dann auch noch diese heimlichen Nachrichten geschrieben haben, wie du in Tirol warst, oder? Ja. Wie absurd, oder? Wie absurd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich gehe jetzt, guck mal, ich gehe jetzt gleich schlafen. Ihr Lieben, bitte, bitte, Sonntag, 21:45, da bin ich, da kommt ihr dazu und da lest ihr mir Tagebuch vor und die schönsten, die sammeln wir dann für Sabine, oder? Guck mal, ich habe so ein Hashtag Sabine, habe ich geschenkt bekommen. Was sagst du dazu? Ihr habt doch da... Bastelst du Pinterest durch, oder was? Ja, ich mache Pinterest durch. Ich habe jetzt hier überall, wie du das Thema sehen würdest, überall sind hier Sachen. Ich habe hier, guck mal, ich habe ganz viele Fragen für dich. Die muss ich dir dann nochmal stellen. Schau, da sind ja verschiedene Fragen. Ich komme über die erste Frage nie hinaus. Dann habe ich meine Pipi-Toilette. Oh Gott. Und ich habe mehrere Quiz. Ich wollte auch einen Schlagerquiz mit dir machen. Guck mal, was ist das? Hello again. Ich möchte dich wieder.
Ich sage einfach, oder? Sag mal, aber das wird jetzt nicht veröffentlicht, oder? Das war jetzt unter uns. Das wird veröffentlicht. Nein, war das jetzt peinlich? Wissen Sie doch nicht peinlich. Du kannst gar nicht peinlich sein. Sabine, 6 Sekunden, dann bist du weg. Du bist weg. 3, 2, 1, ihr Lieben, gute Nacht. Alles Liebe vom Sternenhäutchen.